Hallo und herzlich willkommen zurück bei Judith Jelena. Wir werden heute gemeinsam Schmuckschälchen herstellen. Falls du das erste Mal auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir meine anderen Ideen anschaust. Hier dreht sich alles um das Thema Do-It-Yourself. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Für unser heutiges DIY benötigen wir auf jeden Fall im Ofen aushärtende Modelliermasse, einen Acrylroller, was zum Schneiden und wenn du Lust hast, dann kannst du es gerne noch mit Blattmetall und auch mit Acrylfarbe verzieren. Ich habe mir jetzt hier von dem großen Block ein bisschen weniger als ein Viertel rausgeschnitten und schon mal geknetet, damit ich das gleich besser verarbeiten kann. Und das werde ich mir jetzt erstmal mit dem Acrylroller plattrollen. So, und dann habe ich mir vorab schon mal eine Schablone ausgeschnitten. Da habe ich einfach einen Zirkel genommen. Das ist jetzt ungefähr 17 cm vom Durchmesser. Und das werde ich mir jetzt einmal hier ausschneiden, damit ich eine perfekt runde Form habe. Um meinen Tisch nicht zu versauen, habe ich mir hier jetzt einfach nochmal eine Platte drunter gelegt, auf der ich das jetzt ausschneiden kann. Und jetzt habe ich mir noch mal ein Stück von meinem Block abgeschnitten und das werden wir jetzt einfach wie eine lange Wurst formen. Das nehmen wir nämlich gleich, um den Kopf bzw. das Gesicht zu formen und auch den Rand. Diese lange Wurst lege ich mir jetzt einmal hier an dem Rand entlang. Es wäre natürlich schön, wenn die so ungefähr gleichmäßig ist. Ich finde es aber auch immer ganz süß, wenn es so ein bisschen uneben ist, dass man auch einfach sieht, dass es selbst gemacht ist. Und dann mache ich mir noch eine weitere Wurst für das Gesicht. Ja, und jetzt versuche ich einfach mal ein Gesicht zu legen. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja immer noch abmachen. Also, wir machen jetzt hier mal den Mund. Und hier die Nase und das Auge. Und das sieht doof aus. Gut, nochmal. So, ich lege mir jetzt erstmal hier die Augenbraue. Und dann möchte ich, dass das hier so gerade nach unten geht. Und das schneide ich mir jetzt hier wieder ab. Und dann forme ich mir jetzt hier zwei kleine Nasenlöcher. Da mache ich jetzt einfach solche Bobble. Und diese Bobble mache ich dann hier hin. Und hier hin. Und dann brauche ich auf jeden Fall ein Auge. Kann man auch super einfach mit den Nägeln abreißen. Und dann mache ich mir noch mal einen Bobble für die Pupille. Und dann kommt noch ein Mund. Und den finde ich jetzt auf jeden Fall schon schöner. Ja,
Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Und da ich meinen Teller so leicht gewölbt haben möchte, lege ich mir das jetzt hier in einen tiefen Teller, dass hier dann nach dem Backen die Seiten so ein bisschen nach oben stehen. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Keramikteller. Ich habe mich da gerade im Internet schlau gemacht und da habe ich herausgefunden, dass Keramik bis zu 200 Grad im Ofen easy überstehen sollte. Also am besten nehmt ihr natürlich irgendeine Auflaufform, die wirklich dafür gemacht ist. Aber ich werde es jetzt riskieren und hoffe, dass das Internet nicht gelogen hat. Den stelle ich mir jetzt erstmal auf die Seite. Der kommt dann nachher mit meinem zweiten Teller in den Ofen. Aber bis dahin werde ich jetzt erstmal den Tisch nochmal säubern. Das Problem ist bei Weiß einfach, dass man da jeden Fussel sieht. Und deswegen werde ich jetzt auch für meinen zweiten Teller das Weiß mit ein bisschen Farbe mischen, einfach dass das dann nicht mehr so auffällt. Da ich die Farben jetzt sowieso mischen möchte, habe ich mir überlegt, dass ich dann direkt so einen kleinen Marmoreffekt mit einbauen werde. Und dafür nimmt man sich einfach die Farben, die man möchte. Ich habe jetzt hier das Weiß und das Beige genommen. Und da macht man dann solche Würste und fügt die dann zusammen. Und dann werden die immer und immer wieder miteinander verknetet. Und dadurch entsteht dann dieser Marmoreffekt. Kann man dann wirklich nach Lust und Laune drehen und biegen und dann immer wieder zusammenkneten. Ich habe jetzt hier nochmal eine Vorlage gemacht. Da habe ich einfach zwei Halbkreise mit dem Zirkel gemacht und die hier gerade verbunden. Und ich hoffe, das reicht. Das sieht gerade noch ein bisschen wenig aus. Ich glaube, ich werde direkt einfach noch mal ein bisschen mehr dazu machen. Ich habe jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Weiß dazu gemacht und das ebenfalls so gedreht, wie ich das davor gemacht habe, damit diese Marmorierung eben nicht kaputt geht. Und ich muss sagen, ja, ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ich glaube, das müsste jetzt reichen. Perfekt, das passt. Und das lege ich mir jetzt hier wieder auf meine Platte und schneide das aus. So, ich lege mir da jetzt direkt mal noch das Backpapier drauf, damit das hier nicht wieder so dreckig wird wie beim letzten Mal. Und dann lege ich mir hier wieder einfach meine Form drauf und schneide das dann wieder aus. Ja, und auch hier will ich das jetzt wieder so machen, dass ich mir wieder einen Rand mache und dafür werde ich jetzt einfach hier direkt die Reste verwenden. So, und man lernt ja natürlich auch bei jedem Mal dazu und deswegen schneide ich mir diesmal die Enden direkt gerade ab, damit ich die dann schön aneinander legen kann. Und hier schneide ich das dann einfach bündig ab. Und weil ich meinen Gesichtsausdruck vorher eigentlich ganz lustig fand, werde ich den jetzt einfach nochmal nachmachen. Und zwar diesmal einfach in länger. Und dann ist das Gute, dass man das, solange das nicht gebacken ist, natürlich auch immer nochmal so ein bisschen verändern kann. Und da könnt ihr jetzt den Gesichtsausdruck sozusagen noch ein bisschen verändern. Also ich habe jetzt hier den Mund Winkel ein bisschen hoch gemacht, dass der hier nicht so unglücklich daherkommt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bisschen schöner. Jetzt bekommt er zum Abschluss noch einen kleinen Schönheitsfleck. Ich habe der jungen Dame jetzt hier noch Wimpern verpasst und jetzt geht das Ganze auf einem Backblech. Und dann kommen die zwei Herrschaften in den Backofen. In meinem Fall bei 130 Grad für 30 Minuten. Am besten schaut ihr da aber einfach nochmal, was auf eurer Verpackung angegeben ist. Und das geht jetzt in den Ofen. Und nein, ihr braucht keine zwei Backpapiere,
Aber mein Freund war so lieb und hat es schon vorbereitet und ich habe es nicht gesehen. Der Teller hat es Gott sei Dank wie erhofft und auch erwartet überlebt. Und ich hole das Ganze jetzt raus und lasse das dann erstmal noch ordentlich abkühlen. Die beiden Schälchen sind jetzt komplett ausgehärtet und ich muss sagen, ich finde sie wirklich sehr gelungen und sehr hübsch. Das Einzige, was ich euch empfehlen kann, auf was ihr achten solltet, hier bei diesem mit der Marmorierung, da finde ich zum Beispiel die Rückseite um einiges schöner als die Vorderseite. Da habe ich aber einfach nicht drauf geachtet. Vielleicht achtet ihr dann ein bisschen mehr drauf. Und eigentlich wollte ich jetzt diesen hier noch mit meinem, ich habe hier so ein Blattmetall verzieren. Ich muss sagen, ich finde ihn aber so auch schon ganz schön und aus diesem Grund werde ich jetzt einfach nur den Rand noch mit Acrylfarbe anmalen und diesen hier werde ich noch mit einem Glanzlack überziehen, damit das noch ein bisschen edler aussieht. Das ist jetzt dieser Glanzlack, den auf jeden Fall gut schütteln und dann könnt ihr den einfach großzügig mit einem Pinsel auftragen und anschließend das Ganze trocknen lassen. Wie gesagt, ich finde die Ergebnisse wirklich super, super schön. Das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, sind diese Fussel, die man halt dann doch noch relativ gut sieht. Also wenn ihr das nachmacht, dann achtet darauf, dass ihr wirklich einen sehr sauberen Arbeitsplatz habt. So, kurze Planänderung. Da mich diese Fussel einfach wirklich nerven, habe ich mir jetzt überlegt, einfach den kompletten Teller mit Acrylfarbe anzumalen. Und ich hoffe, das sieht cool aus. Wenn nicht, ja, dann nicht. Das ist jetzt hier leider doch ein bisschen anders rausgekommen, als ich es mir erhofft hatte. Es hat jetzt so ein bisschen einen, ja, Holzlook, würde ich sagen. Also es sieht ein bisschen aus wie eine Holzschale. Ich werde jetzt aber einfach nochmal versuchen, mit Schwarz drüber zu gehen. Das Problem bei der ersten Farbe war auch einfach, dass sie nicht komplett deckend war. Also achtet da unbedingt bei eurer Acrylfarbe auf dieses Zeichen. Das bedeutet nämlich, dass es komplett deckt, wenn dieses Viereck ausgefüllt ist. So ist das, wenn man hier bei dem Videodrehen auch live das alles zum ersten Mal selbst ausprobiert. Ich war mit dem Braun nicht so zufrieden, einfach weil es nicht gedeckt hat und das dann komisch aussah. Die schwarze Variante finde ich jetzt sehr hübsch, aber ich glaube, dass mir die nicht bearbeitete weiße Variante wirklich am besten gefallen hätte. Ist jetzt natürlich zu spät. Da hätte ich dann einfach hier noch einen goldenen Rand gemacht und das wär's. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinen ersten Schälchenversuchen und hoffe, dass ihr auch viel Spaß beim Nachmachen habt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, das kann ich doch selber machen.